Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Plants vs. Zombies. Und das war die schnellste Moderation ever. Und wir machen direkt weiter. Okay. Wir haben Katapult-Zombies. Loops, Also ich hätte gern wieder die und die, auf jeden Fall. Das hätte ich gern, und die hätte ich gern, und das ist immer so die gute Mischung, weißt du, verstehst du, ja? Obwohl, das wäre auch mal cool. Aber, da müsste ich, pass mal auf. Lass mal es wieder weg. Und, probieren mal ein bisschen was. Und zwar machen wir das mal so. Let's rock. Ich habe eine Vision. Und zwar, dass wir hier eine Reihe Umbrella-Dinger hinmachen. Nicht hier die Mais-Dinger. Und schwierig. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich muss erstmal den jetzt hier hin machen. Ich bin nur am Überlegen, wie ich das gestalte. Das ist gar nicht mal so einfach. Das ist richtig schwierig. WTF? Okay. Machen wir das erstmal so. Ich könnte natürlich auch so und so und so. Aber das ist ja auch doof. Aber ich müsste es eigentlich so machen, ne? Ganz ehrlich. Ich bin gerade hart am Überlegen. Hier müssten eigentlich Sonnenblumen hin und hier müssten die dann hin, wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ich schätze mal, es wird so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Das wird tricky. Oh, dann müssten die ja noch weiter nach vorne. Ah, dann müssen wir jetzt erstmal gucken. Wir haben ja Gott sei Dank die Pumpkins noch dabei. Damit wir zur Not... Oh, das war doch noch eine große Wave. Also, ein großes Level, meine ich. Das will gut geplant sein, will ich mal sagen. Ich weiß ja nun auch nicht... Oh Gott, das ist ganz schön anstrengend gerade von der Planung her. Das ist gar nicht mal so einfach. Okay, warte mal. Ich rede hier gerade noch ein bisschen rum, deswegen. Komm schon, schieß ein bisschen Butter oder so. Oder ich mache ein Pumpkin drauf. Wenn ich... Sonne! Ja, WTF! So. Dankeschön. Gleich mal ausflippen. Sonne! Ah! Ich mach hier die Leaves hin. Und... So. Ja, ich hab einen Plan. Glaube ich. Weil es könnte natürlich sein, dass in diesem Level ultra viele... Bungee-Zombies kommen. Und das wäre natürlich doof. Deswegen machen wir mal ein Experiment. Hier muss natürlich auch noch eine nach vorn. Und hier muss ein Sonnenblumen hin. So, das war die erstmal... Nein.
Ja gut, das funktioniert fürs Erste. Huge Wave of Zombies is approaching. Das kannst du mir doch jetzt nicht antun, Alter. Ah, da kommt dann noch so einer. Ja. Ja. Das ist natürlich super. Schieß doch mit Butter, Alter. Psst. Immer diese Zombies. Zombies. So, hier muss der hin. Ich bin gerade immer noch an der Planung, wie ich das Ganze hier eigentlich gestalten will. Aber ich bin kurz davor, eine Lösung zu finden. Dass die Sonnenblumen nicht geklaut werden. Und dann müssten eigentlich hier davor noch eine Reihe mit Dingern. Mit Dingern. Hey! Ah, siehste. Da kann er nämlich gar nichts. Da kann er denen gar nichts anhaben. Wie geil ist das denn? Okay, ja, ich habe einen bösen Plan. Bösen Plan. In die Lane müssen auch welche. Und dann können die uns nämlich scheißegal sein. Weil die einfach von den Umbrellas abgehalten werden. Wie geil ist das denn? Und da muss noch nicht mal überall so ein Ding sein. Da kann eigentlich nur alle... Ja, wie geil. Wie geil, Alter, wie geil. Okay, warte. Hier müsste noch einer hin. Ja. Pass auf. Warte mal, der beschützt... Nee... Hier hinten müssen die schon stehen bleiben. Ah, das ist schwierig. Schwierig. Das war doof. Ist auch aufgefallen, dass wir bisher noch keinen Chomper gebraucht haben. Und das ist eigentlich eine gute Quote. Wird gar... Okay. So. Nö, der kann uns nichts anhaben. Ich glaube, der schießt auch nur nach hinten. Das kann natürlich auch sein. Das ist mal eine ganz andere Herangehensweise gerade. Also, das habe ich so noch nicht gemacht. Aber interessant. Ja. Ist durchaus mal interessant. So, dann hält die Butter jetzt mal so ein bisschen, bis ich hier den Pumpkin setzen kann. Dankeschön. Und hier möchte ich doch bitte den noch hinsetzen. Und dann sind wir eigentlich safe for work. So, da den Umbrella. Und welcher ist denn jetzt noch nicht geschützt? Wir müssen jetzt hier in die Reihen eigentlich wieder... die Dinger sitzen. Ja. Das dürfte so funktionieren. Und dann ist eigentlich jede Reihe geschützt. Jetzt müssen wieder hier welche hin. Das können wir jetzt noch nicht machen. Also in die erste Reihe müssen natürlich die Pumpkins noch hin. Das müssen wir natürlich auch machen. Aber die Pumpkins brauchen so lange zum Reloaden. Also müssen... Ein kleines Problem. So, dann sind die schon mal weg. Das wird die zweite Wave dann. Ja gut. Aber theoretisch... Das sind ja jetzt alle geschützt.
Wie geil ist das denn? Ey, ihr könnt doch nicht einfach meine Pflanzen wegknuspern. Was soll denn das? Knuspern die einfach meine Pflanzen weg. Hier müsste noch einer hin, ne? So, warte mal. Zack. Und so, jetzt mache ich noch ein bisschen was für die Nuss hier noch. Das ist okay. Und dann stehen überall zwei Mais-Shooter. Ja. Theoretisch schon. Okay, wir haben auch genug Sonnenlicht. Also vom Prinzip her. Das ist eigentlich schon ein ausgeklügeltes System. Wir können eigentlich so quasi sogar noch die Nüsschen nochmal doppelt einbauen. Die sind noch effektiver. Mir auch cool. Ihr könnt uns gar nichts mit euren Basketbällen. Oh, aber ihr könnt uns was. Oh, aber ihr könnt uns was. So. In your face. Da ist wohl etwas kaputt gegangen. War denn da vorne drin? Maisdingens, ne? Ja. Okay. Hier in die Mitte müsste noch was. Aber gut, da ist jetzt erstmal das Ding. Das mit dem Kürbis, ja, die Zombies abhält. Ich hätte gern doch noch ein Nüsschen da stehen, bevor die Final Wave beginnt. Jetzt fährt er da durch, oder wie? Ja, WTF? So aber nicht. Das ist aber nicht die feine englische Art. Okay, jetzt haben wir natürlich gar keine Verteidigung da drauf. Jetzt wieder. Okay. Teilweise muss man sich hier Dinge einfallen lassen, die spotten echt jeder Beschreibung irgendwie. So, der ist auch dead. 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 So. So, und dann könnt ihr fressen, wie ihr wollt. Ihr werdet das niemals down kriegen. So, für die Final Wave ist vorgesorgt. Ich mache jetzt hier noch... Möp. So geil eigentlich. Das muss natürlich... Das müssen wir jetzt natürlich dann ausbessern. Ihn hier. Weil er da so eine... Aber ich kann ja einfach mal so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Bam! Quasi so. Okay. Hier müsste ich jetzt noch... Ein Kürbis müsst ihr noch hin. Gegen den scheiß Leiter-Zombies. Ja! Okay. Wahrscheinlich muss man noch gar nicht so viele von den Blättern setzen. Aber naja. Ich sag immer, was man hat, das hat man. Ach du Scheiße, ging das jetzt schnell. Ja, aber gut, ist ja eh die Final Wave. Das kann mir ja egal sein. Außerdem ist ja hier auch noch ein Kürbis. Der war gut platziert, würde ich mal behaupten. So. Machen wir schon mal den weg. Das war jetzt natürlich vielleicht ein bisschen kacke. Aber jetzt haben wir... Oh, oh, jetzt haben wir gar keine Verteidigung mehr. Nur noch das eine Nüsschen. Jetzt muss ich da wieder aufladen und dann haben wir's. Wir haben's. Wir haben's.
Hier muss jetzt noch ein Chomper rein. Na komm schon. Du gibst doch auch gleich den Geist auf. Ja! Ja, ja, ja! Du. Gives you silver and gold coins. So, Marigold, da kann man sich jetzt überlegen, ob sich das lohnt. Man könnte mal so eine Reihe anpflanzen, aber ja, sehen wir in der nächsten Folge bei Plants vs. Zombies. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, haut rein, bis dann und tschüss.